Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Videorezension, dieses Mal zu Solitär von Alice Osman. Worum geht's in dem Buch? Tori ist 16, sie ist die geborene Pessimistin und auch eher verschlossen. Sie ist gelangweilt von der Eintönigkeit des Lebens und das, obwohl es ja nur eigentlich gerade die Zeit wäre, wo man die Zukunft plant, wo man sich nochmal auslebt, wo man sich selbst findet. Und das alles ist ihr so ziemlich scheißegal. Doch dann entdeckt sie in der Schule Post-its, die einen Weg beschreiben, die von allen anderen außer ihr ignoriert werden. Als sie den Zetteln folgt, trifft sie auf Michael, der mit seiner aufgedrehten, lebensfrohen, bejahenden Art und seiner Hipsterbrille Tories Hassbild perfekt entspricht. Doch das ist nicht das einzig Neue, denn sie entdeckt auch einen neuen anonymen Blog, der da heißt Solitär, der die Schule für das neue Schuljahr ziemlich in Atem hält. Meine Meinung zu diesem Buch. Ich liebe diesen Zynismus und diesen Sarkasmus in diesem Buch. Alles, was so mit bissigen, dunklen, schwarzen Humor zu tun hat, ist genau mein Ding. Dieses Buch steht und fällt aber natürlich mit seiner Protagonistin. Wenn man sie eben nicht leiden kann, was ich sogar irgendwo verstehen würde, dann wird man dieses Buch vermutlich total hassen. Aber ich bin ein großer Fan von Tori. Ich liebe ihre ganz nüchterne, eben schon fast pessimistische Art. Ich mag es, wie nach außen so diese Scheißegal-Einstellung von ihr gezeigt wird, man aber zwischen den Zeilen lesen kann, was sie wirklich denkt oder wie sie jetzt wirklich gerade empfindet. Dabei meine ich jetzt aber auch nicht, dass jetzt wirklich alles, was sie sagt, dass das eine metaphorische Ebene hat. Aber ich fand es eben verdammt spannend, herauszufinden, herauszulesen, was sie jetzt nun vielleicht auch wirklich gemeint haben könnte und was eben nicht. Oder was sie eben fühlt und denkt. Das ist oftmals wirklich verdammt subtil. Ich kann mir auch vorstellen, für viele vielleicht auch zu subtil. Es wird dann eben nicht so ins Gesicht gehauen. Und das fand ich aber verdammt gut und ich fand es verdammt interessant. Ich finde ihre pessimistische und eben auch so diese zynische Art wirklich wahnsinnig erfrischend. Ich finde, es ist eine tolle Abwechslung, mal von diesen alles ist toll und ich bin so gut gelaunt weiblichen Hauptfiguren, die man in ganz vielen anderen Büchern eben so vorfindet. Ich fand auch so ihre Interaktion mit Michael sehr toll, weil er ist eben so vermeintlich das genaue Gegenteil von ihr, wodurch einfach eine tolle Dynamik entstanden ist, die aber auch nicht aufgesetzt wirkt. Aber auch die anderen Figuren sind wirklich sehr plastisch und ziemlich gut ausgearbeitet. Sie haben meiner Meinung nach tatsächlich so etwas wie Charakter bekommen. Auch wenn ich jetzt nicht gerade alle wahnsinnig mochte, aber das ist auch nicht wichtig. Ich finde, es wird auch ein gutes Bild von dieser neuen Jugendgeneration eingefangen, ebenso mit ihren Interessen und mit ihren Eigenarten. Ich finde, dieses Buch wirkt sehr echt und eben auch lebendig, gerade auch durch diese ganzen Details, die hier so mitspielen. Sowohl in der Handlung selbst, als auch so ein bisschen am Rand. Hier fallen wirklich sehr viele Film-, Musik-, Buchtitel. Aber es ist hier eben nicht so wie in ganz vielen anderen Büchern, die von Erwachsenen geschrieben wurden, wo man so das Gefühl bekommt, naja, okay, die haben das einmal kurz gegoogelt oder die haben eben selbst Kinder im Teenie-Alter. Aber hier ist die Autorin eben selbst aus dieser Generation. Dadurch wirkt es nicht irgendwie aufgesetzt. Es ist so ein bisschen so, als würde sie selbst über sich schreiben. Es wirkt auf jeden Fall sehr authentisch. Allerdings muss man eben auch diese genannten Filme, Bücher, Games, was auch immer, tatsächlich auch kennen, weil zum einen würde einem sonst etwas entgehen. Also das ist jetzt nicht existenziell dann für die Geschichte, aber eben so ein paar kleine schöne Anspielungen gehen dann eben doch verloren. Und zum anderen, es wird einem auch nicht erklärt, was jetzt damit eben genau angedeutet werden sollte oder wofür diese Symbolik jetzt halt so gerade da war. Ich hatte da tatsächlich das Glück, dass ich 95% der Sachen tatsächlich kannte. Es werden in diesem Buch aber auch durchaus sehr ernste Themen behandelt. Es werden sehr viele Probleme angesprochen, natürlich auch psychologische Probleme, aber es ist eben nicht oberflächlich, sondern ich finde, es wird dann eben ein authentisches, tiefes Bild vermittelt. Es geht aber auch viel um Freundschaft, um Familie, um Liebe, um Homosexualität, auch einfach um Dazugehörigkeit. Dabei schafft es dieses Buch, diese Themen fast so ein bisschen nebenbei zu besprechen, aber ohne, dass die an den Rand gerückt werden. Ich muss allerdings sagen, dass dieses Buch zum Ende hin fast so ein bisschen surreal wird, was ich echt schade fand, weil ich diese Geschichte davor für mich eben so echt wirkte. Aber ich finde, dieses Buch gibt einem wirklich eine tolle Message mit. Nämlich, dass man nicht nur passiv sein darf, dass man nicht nur tatenlos zusehen darf, dass man auch nicht immer nur abwarten darf, auch wenn es alle anderen tun, sondern tut etwas, steht für Dinge ein und nimmt nicht einfach alles nur so hin. Mein Fazit also zu diesem Buch. Dieses Buch hier ist alles andere als gewöhnlich. Es ist dementsprechend aber auch nicht Mainstream. Es wird nicht die breite Masse ansprechen. Dieses Buch hat wirklich viele Ebenen. Viele Dinge sind auch sehr subtil und auch sehr metaphorisch dargestellt. Und vor allem durch fast so etwas wie eine Antiprotagonistin erzählt. Auch wenn ich nicht einmal behaupten kann und möchte, dass ich dieses Buch jetzt nun wirklich zu 100% verstanden habe,
Ich liebe es einfach. Okay, das war's dann aber auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!